Hier ein paar Tipps zu Bildschirmaufzeichnungen. Mein Name ist Pirmin Lehnherr. Schreiben Sie ein Drehbuch. Ich habe es links beim Bildschirm hingeheftet. Sie sehen das hier auf der Aufnahme. Oder ich lege es rechts auf den zweiten Bildschirm, wie jetzt, und habe meinen Spick gerade auf dem Bildschirm. Machen Sie kurze Filme. Ähnlich wie bei Mails, pappen Sie nicht mehrere Themen in ein Mail und natürlich auch nicht in einen Film. Also pro Thema einen Film, ich würde sagen circa 5 Minuten, alles was darüber liegt, ist irgendwie unanständig und ich selber schlafe dabei ein. Kürzer ist natürlich spritziger. Prüfen Sie vor der Aufnahme, ob das Mikrofon funktioniert. Ich habe hier das Aufnahmepanel eingeblendet und ich sehe, das Mikrofon hat einen vernünftigen Ausschlag. Ich verwende ein Mikrofon von Logitech. Ich trage es um den Hals. Ich weiß, es raschelt zu heftig. Ich bin da noch nicht so perfekt ausgerüstet, aber ein gutes Mikrofon von Rode liegt bereit. Ich habe es einfach noch nicht im Einsatz. Schauen Sie, dass das Mikrofon nicht gerade vor dem Mund ist. Ich mache das nun mal, denn wenn es vor dem Mund ist, dann pustet es immer sehr unangenehm ins Mikrofon und das stört. Also drehen Sie es zur Seite, das ist immer besser. Wenn Sie ein Intro machen, halten Sie sich zurück. Machen Sie keine große, lange Show. Hallo, ich bin's wieder. Heute zeige ich Ihnen irgendetwas. Also, das ist komisch. Auch am Schluss keine lange Show am Schluss und nicht noch 10-mal. Und bitte liken Sie mich noch. Kommen Sie schnell zum Schluss. Am Anfang sagen Sie, worum es geht und wer spricht. Wenn zu Beginn etwas Falsches auf dem Bildschirm zu sehen ist, keine Sorge, man kann das nachher wieder überdecken, wenn Sie den Film bearbeiten. Bereiten Sie die Bildschirmansichten trotzdem vor. Es ist irgendwie peinlich, wenn dann die Ansicht auf dem Bildschirm so mikroklein ist, dass man es kaum lesen kann und Sie dann zuerst scrollen müssen oder zuerst das Fenster herumzupfen müssen. Das ist sehr nervös, machen Sie es nicht. Wenn Sie reden, reden Sie deutlich, reden Sie langsam und lassen Sie Lücken zwischen den Wörtern, denn beim Schneiden danach sind Sie froh um all diese Lücken. Wenn Sie etwas erklären, dann erklären Sie immer zuerst. Zum Beispiel, ich habe hier einen Namen einer Schülerin und der ist kompliziert. Immer wenn ich den schreiben muss, dann muss ich buchstabieren. Das kann ich besser machen mit einem Trick mit Word. Wenn Sie nun beim Erklären noch herumfuchteln mit der Maus oder noch größer und kleiner machen oder das Fenster noch hin und her zupfen und nachher auch noch irgendwie da Werkzeuge suchen und wieder zurückgehen, das ist alles zu viel, zu nervös, also genau das nicht. Und wenn Sie erklären, sagen Sie immer zuerst, wohin Sie gehen und was Sie machen. Ich gehe jetzt hier zu Datei. Und ich habe das auf dem direkten Weg gemacht. Ich bin also nicht noch zuerst hier oben am Suchen und ich wurstle nicht im Zeug herum. Also ich sage, ich gehe links oben auf Datei. Dann warte ich einen kurzen Moment. Dann sage ich, ich klicke hier drauf. Dann kommt der Klick. Dann gehe ich ganz nach unten und wenn ich es gesagt habe, gehe ich hier zu Optionen. Ich warte einen Moment, ich klicke auf Optionen. Auch hier nicht noch lange herumsuchen, sondern zuerst überlegen. Ich gehe zu Dokument Prüfung, warten, klick hier drauf, klick. Ich gehe zu Autokorrektur Optionen, warten, klick. Und hier auch da das Fenster nicht noch irgendwie herumzupfen, einfach stehen lassen. Und hier füge ich nun das Wort Rosa ein. Und was ich im Zwischenspeicher habe, mit Ctrl-V füge ich das hier ein. Ich sage hinzufügen, warten, klick, OK, warten, klick, OK, warten, klick.
Und wenn ich jetzt in Word rosa schreibe und einen Leerschlag mache, dann erscheint der ganze Name. Also, immer zuerst erklären, dann machen. Zum Schluss noch eine Unart, die ich häufig bei YouTubern antreffe. Die hinterlegen ihre Anleitungsfilme mit Musik. Machen Sie es einfach nicht, denn erstens haben Sie vermutlich schnell urheberrechtliche Sorgen. Zweitens, ich muss als Zuschauer mich ja bereits auf die Sache konzentrieren und muss zusätzlich die Musik ausfiltern, damit ich genau hinhören kann, was die Person mir hier erklärt. Also einfach nicht. Meine Aufnahme hier dauert nun bereits 8 Minuten. Ich habe zwischendurch mit F9 auch wieder pausiert, aber die ganze Aufnahme ist circa 10 Minuten. Ich schneide nachher natürlich vieles raus, wenn ich mich räuspere, wenn das Telefon klingelt, wenn ein Mail reinkommt oder wenn die Katze miaut. Das muss nachher alles raus. Jetzt stoppe ich die Aufnahme, dann geht's ans Schneiden.